Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Europa Universalis 4, Teil 4. Ja, peinlicherweise haben wir einen leichten Überlapp zum letzten Teil, weil ich nicht gesondert abgespeichert habe. Ich habe zu viel Iron Man Modus in letzter Zeit gespielt, wo immer automatisch nochmal speichert beim Beenden. Deswegen sind wir kurz vorm Kriegsende mit Ruthenia, aber viel habe ich danach nicht gemacht. Aber ich habe nachgeguckt, wie man im Krieg plündert. Das sollte eigentlich passieren, wenn man in eine Provinz marschiert, zu der man normalerweise nicht, die nicht benachbart ist zum Gebiet, wo man normalerweise hinlatschen darf. Ich weiß nicht, ob das hier funktioniert, weil ich hier schon Gebiete besetzt habe. Was passiert, wenn ich die hier rüber schicke? Jetzt habe ich schon so viele Gebiete besetzt. Ups. Die Hand beeinflussen Pegu. Jetzt bin ich da einfach mal blind rangegangen. Ja, weil wir Kavallerie haben, könnten wir trotzdem noch gewinnen. Ja. Gut, so knapp sollte ich das nicht machen. Oh, Fehde unter adligen Familien. Gewalt unter vielen Familien innerhalb eines Staates war niemals weit weg von der Oberfläche. Oft würde diese Instabilität überkochen zu offenen Konflikt. Das Resultat war kein voller Bürgerkrieg, aber konnte die Stabilität eines Staates stark verändern. Ein Kurgan. Ah, wir können mit 33 Diplomatiepunkten vermitteln. Machen wir das doch. So, und was habe ich das letzte Mal entdeckt? Edelsteine habe ich hier unten in einer Provinz. Ziemlich in der Ecke, ne? Ja, hier unten. Deswegen hatte ich angefangen, die zu entwickeln. Gott, dauert noch über 50 Jahre, sonst bis Feudalismus bei uns ankommt. Was ist denn hier bei denen, die griechischen Gebiet? Ist hier noch schlimmer. Ist 1571 und 120 Jahren erst. Dabei haben die Nachbarstaaten das. Hier geht es etwas schneller. 1505. Es würde viel schneller gehen, wenn befreundete Provinzen der Nachbarschaft das haben. Aha. Ja, gut. Die Moscheen woanders sind, dann kann ich da nochmal gucken, ob ich das mit dem. Ah, ne, den Russ habe ich, glaube ich, Durchmarschrecht. Das ist. Na gut. Ups. Ist zu sehr geschrumpft. Zum Belagern war die zu sehr geschrumpft. Jetzt können die weiter belagern. Oh, Call for Peace. Okay, mein Volk ist kriegsmüde, steht hier. Es gibt monatliche
Kriegserschöpfung jetzt schneller. Naja, dann Peace out hier. Okay, da schlägt die KI vor. Aber hier ist Land Ruthenia selber nicht. Wieso nicht? So, nochmal, was die KI vorschlägt. Wir vor allem Gold. Okay, 485 haben sie. So, und dann wollen wir natürlich hier das, was in unserer Nähe ist, wollen unser Gebiet hier anbinden. Ah, mehr geht nicht. Okay, also das. Okay, wir haben übernommen Poltava, Voronezh, Pereyaslav, Jele und Jelitz von Rusenia, von Bryansk, Kursk, Tambov, Borisok, Lepsk, Cherkasy, Mansur, Kharkov und Oka. 84 Dukaten. Das macht bereit uns Inflation. 0,48 Punkte Inflation. Und 38 Diplomatiepunkte kostet uns das. 18,4 aggressive Expansion, Relation Penalty. Bei Verteidiger waren es weniger. Ich weiß nicht, wie viel es gewesen wäre, wer der Aggressor in diesem Krieg gewesen wäre. 11,5 Prestigepunkte für uns. Rusenia verliert entsprechend 11,5. Rusenia hat uns zum Rivalen erklärt. Na dann, erwidern wir das doch. Das gleiche Spiel wie beim letzten Mal. Kerne sind wichtig. Wohl. Ja, hier könnten wir was abnieder einreißen und plündern. Ja, die Horden-Unity ist bei 99, dafür wäre es interessant, damit kann man die Horden-Unity hochtreiben, wenn man halt hier es richtig ausplündert und alles einreißt. Also ich mache mal Kerne, besonders da, wo wir die Akzeptierten haben, griechische Kultur und uigurische. Ja, die anderen etwas später. Korruption steigt, wir unternehmen schon ein bisschen was dagegen. Gut, dann müssen wir die Ausgaben reduzieren. Wir können Force wieder einmotten. Die Armee wird, während sie wieder aufgebaut wird, auf volle Stärke mehr kosten. Trotzdem ein bisschen die Wartung runterfahren, diesmal nicht das Hauptproblem. Die nationalen Unruhringe muss ich weiter, ich werde hier die Berater feuern. Ah, die Disziplin plus 5%, die Burschen behalte ich noch einen Moment. Stabilität war schon hoch geboostet auf plus 2. Ah, Deutschland beeinflusst die Bretagne. Brittany, das ist die Bretagne. Die Han bieten mir, dass ich ihr Tributstadt werde. Das machen wir nicht. Die Han sind auf rund auf 28 Punkte Mandat des Himmels. Die haben. Die haben jetzt schon ordentlich Abzüge. National Unruhe plus 2,16. Wir wollen ja sehen, dass das hier auseinanderfällt durch Rebellion. So, was ich jetzt mal gucken kann, wann kann ich trotz der
Tech-Strafen. Wann könnte ich denn hier überhaupt Technik ausbauen? In 10 Jahren könnte ich das steigern. Jetzt könnte ich mal gucken. Dafür könnte ich noch eine Mission machen. Total Development grown by at least 50, ja, wenn wir Uigur ausbauen. Syriane hat Feudalismus embraced. Ach, da oben, so ein Kleinstaat. Wenn wir den erobern, dann hätten wir da schon Feudalismus, oder? Wir freunden uns mit denen an. Ja, die können Tributstadt unter uns werden. Ein katholisches Häuptlingstum. Warum nicht? So, ja, hier droht ein Rebellenaufstand. 27 Regimenter. Ah, wenn wir das akzeptieren, lokale Autonomie, gibt halt weniger Einnahmen. Ja, die sind zwar unruhig erhöht, weil wir jetzt überdehnt sind von der Größe her. Dafür gilt auch das Kerne bauen. Rusenia ist aber schon noch ganz schön groß. Wir haben vor allem Bryansk dezimiert. Feuer hier auch den einen General wieder. So. Na, ich werde die Ausgaben fürs Militär gleich wieder hochfahren. Und da droht halt ein Aufstand. Okay, Trebisonden sind wir mit Ikea. Wir sehen hier aber ein Spionagenetzwerk. Cool, geht das mit Tributstand? Das war ja einfach, geht das bei anderen? Ja, die haben eine feindliche Einstellung zu uns. Oh, die würden sogar Vasalisierung akzeptieren. Mari, kleines Häuptlingtum. Aber wieso ist der... Wieso ist da ein Haken dran, aber trotzdem ist nicht erlaubt, weil die Beziehung unter 190 ist? Ja, wir können noch eine Ehe hier eingehen. Das fördert die Beziehung. Reden wir mit denen. Die mögen uns sehr. Gott, Schweden hat hier hinten kirgisisches Gebiet besetzt. Das ist auch hart. Also Kirgisien als... Ajam hat einen Anspruch gegen uns verpassiert. Also Kirgisien ist als Konkurrent wahrscheinlich bald weg. Die verlieren gerade böse gegen Schweden.
Ja, ich glaube, die Rebellion ist nicht mehr zu verhindern. Zwei Regimenter kann ich nur kaufen, die sind gerade so unterbesetzt. Hier haben wir auch eine Flotte. Leichte Schiffe, die können übrigens genau, Handel beschützen. Es bringt hier aber nicht so viel, wenn ich den Handelsknoten nicht mit einem Händler bestückt habe. Die würden halt hier die Krim bewachen und dann wird kein Händler, der was macht. Wir haben 22% der Handelsmacht hier drin. Okay, und etwas von der Handelsmacht transferieren wir upstream. Also, das können wir so ruhig mal losschicken. Dann können wir ein bisschen Piraten spielen. Ja, Trade Power klauen. Also, die uigurische Flotte läuft aus. Wir haben noch 5 Galeeren und 8 Transportschiffe jetzt im Hafen. Also nur leichte Schiffe können dieses Handelbeschützen machen und bringen damit oft auch wieder Geld ein. Ah, und die Kiewer Militärzugang, die kämpfen gerade gegen Trebizond, unsere Rivalen. Das ist uns recht. So, und jetzt sind wir weiter als im letzten Spiel vom Datum her. Ja, wir müssen einfach anfangen, irgendwo unser Land zu entwickeln, damit dieses ganze Verbreiten schneller geht. Das muss ich nochmal nach dieser... Also eine Institution ist ja auch einfach so eine kulturelle Norm. Es muss ja jetzt nicht keine Organisation sein. Und da das ist so, ist es gemeint, der Feudalismus, die Renaissance, Kolonialismus, einfach so als kulturelle Norm. Die Aufklärung kommt nachher noch. Ja, hier wollte ich zum Beispiel ausbauen, weil es da mit Edelstein eh ein bisschen mehr Einkommen gibt. In den Nachbarprovinzen gibt es halt den Feudalismus schon. Das heißt, es schwappt hier auch von mehreren Nachbarprovinzen hoffentlich rüber. Deswegen ist, glaube ich, hier Badakhshan ein guter Kandidat. Ach Gott, die Religionen sind noch falsch. Konfuzius. Ja, da wäre der Feudalismus eh am schnellsten. Und ich will die Einnahmen erhöhen davon. Wir können halt die Basisproduktion erhöhen. Ja, mit Diplomatiepunkten, mit administrativen Punkten könnte ich die Steuern erhöhen. Mit Militärpunkten halt die Manpower. Es gibt 0,66 Feudalismus auch. So. Das erhöht ganz minimal die Einnahmen, aber das ist ein langer Weg. Das entwickelt die Provinz jetzt vor allem, um den Feudalismus ein bisschen schneller hochzuhaben. Jetzt ist schon 1474, also in 24 Jahren, wenn ich das noch ein paar Mal mache, kriege ich das zumindest hier voll und dann verbreitet sich es auch ein bisschen schneller in die anderen hier. Ah, hier! Diese hätte ich nehmen sollen. Ja, schön cool, da geht es viel schneller. Das ist auch eine meiner entwickelsten Provinzen. Da gab es halt noch richtig eine Stadt. 662, hier die Entwicklungspunkte. Ja, das ist in 5 Jahren. Okay, muss ich mir merken. Also, wir müssen allein schon ein bisschen entwickeln, damit sich solche Sachen schneller bei uns verbreiten. Mission erfüllt, Uigur. Ist durch Eroberung und den Ausbau hier ausgebaut. Wir kriegen in unserer Hauptstadt Tobikti, Hauptprovinz, Entwicklungspunkte für Lau. Balchas, das Gebiet von Balchas ist billiger zu entwickeln. Die Hauptstadt ist auf 552 immerhin. Also nichts von Feudalismus in der Nähe. Ja, und Balchas ist der ganze Staat hier, die 4 Provinzen. Das hat man nämlich auch noch. Kleine Bundesstaaten. Das war eine Mechanik, die war nicht von Anfang an drin. Beim letzten Let's Play gab es die noch nicht. Das
ein bisschen doof. Estates demand control of provinces. Die Stämme. Das ist... Das habe ich letztes Mal gesehen. Man kann es nicht machen mit Provinzen, die nur zu einem Territorium gehören. Ja, und das sind halt da, wo man den quasi keinen offiziellen Bundesstaat hat. Also hier hinten bei der Hauptstadt. Ja, da ist es ein Staat, Capital State. Aber wir haben sonst fast keine States gegründet. Und ja, ich kann nur welche aus States anscheinend abgeben, warum auch immer. Nee, mit der Hauptstadt geht es natürlich nicht. Ja, und die gehören alle schon zu den Stämmen hier von der Hauptstadt. Ach. Gibt bestimmt auch einen Kartenmodus, um zu sehen, wo wir schon Bundesstaaten hat. Damit zu gründen kostet wieder... Nee, wir haben schon 10 States, okay. Das verringert die Minimum... die Mindestautonomie dramatisch. Wenn wir ein State machen, kostet ein bisschen Unterhalt. Ist auch ein State hier. Grande schwedische Armee rumläuft. Nee. Heißt das in einem Territorium wieder? Oh, Spiel, du machst mich ein bisschen. Das muss ich doch mal gucken. Estates, also da sieht man in grün, was die haben. Noch nicht angezeigt, welche ich noch nehmen könnte. Tjo, ist halt alles sehr... sehr unorganisiert noch. Hier kann man die lokale Autonomie sehen. Ja, hier ist sie halt schön niedrig. Sie hält nicht ein, dass ich schon 10 States hätte. Ach Mensch. Also hier wird der Feudalismus im Essen kommen. Was ist hier? Ach. Na, immerhin, unsere Nachbarn haben auch noch keinen Feudalismus. Ja, da muss ich mich wahrscheinlich eher orientieren. Gut, lassen wir jetzt halt weiterlaufen. Ich muss mich halt eher orientieren, meine Konkurrenten im Osten. Nein, wir wollen kein Tributstaat werden. Was ich machen kann, ich kann die lokale Autonomie natürlich in einigen erhöhen. Wieso steht ein kroatisches Pferd auf meiner Krim? Ja, ich kann lokale Unruhe um 10 verringern. Probieren wir das mal. Bei einem... Und denen, die im schlimmsten beitragen. Sibir ist halt ganz schlimm. Probieren wir es halt mal mit Sibir. Da haben wir Unruhe über 12. Ah Gott, ein bisschen Pelze. Mein Gott, ihr macht so viel Ärger hier. Also die Autonomie 100%, wird das dann unabhängig? Ja, jetzt gibt es halt überhaupt kein Geld mehr daraus. Unruhe ist auf 2,4 gesunken. Es hat tatsächlich das ein bisschen verzögert, aber... Ja, mit die Autonomie
geht um 0,1% wieder runter jeden Monat im Frieden. Ja, also 250 Monate, also nach 20 Jahren ist es wieder, wo es war, bevor ich den Knopf eben gedrückt habe. Ein kleiner Zeitgewinn. Ja, dann machen wir das jetzt mit den Schlimmsten und Tscherkasy, Borisoglebsk. Ach je, Autonomie ist auf 98,7%. Nichts zu machen. Separatismus plus 12 verfällt um 0,5 Punkte pro Jahr. Möchte man ja fast wieder abgeben. Die können ja gar nichts. Haben ein bisschen Vieh. Trebizond versucht ein Spionagenetzwerk aufzubauen. Diese kroatische Armee hier irritiert mich. Die darf vielleicht einfach nicht mehr durchlaufen. Gorgon versucht das auch. Irtesh hat keinen Kern, gehört das nicht zu uns? Nee, es gehört uns nicht. Ja, die sind auf 90% 0,3 Jahren. Mir fällt nichts ein. Ich kann denen nicht alle die erhöhte lokale Autonomie geben. Ja, jetzt muss ich mir halt Söldner dazu kaufen, wenn die alle auf einen Haufen sind, dass ich sie nicht einzeln niedergeschlagen kriege. Ich ziehe schon mal meine Armeen zusammen. Griechenland hat einen Anspruch fabriziert. Ich werde auch noch ein bisschen Force abbauen, weil ich einfach das Geld nicht habe. Die Südgrenze ist schon noch wichtig. Ah, das ist jetzt überflüssig. Also Forst die Burg halt. Na, hier fehlt mir eigentlich eine. Hier Unruhe fast 10, da kann ich mal die Autonomie auch erhöhen.
Zum 19. Oktober müsste ich das hinauszugehen. Dann wären die ersten Kerne fertig, dann lässt das auch nach. 0,3 Jahre, ach. Cherkasy Borisoglebsk. Geht ein bisschen langsam noch. Bin bei diesem Spiel nicht ganz so vertraut. Okay, die können wir auch noch. Immer noch 0,3 Jahre. Mein Borisoglebs wird gerade der Kern gleich fertig. Oh, Kroatien, wir können Militärzugang mehr. Ach, die Pferde sind abgezogen. Die hatten wohl mit Trebizond Krieg. Ja, da ist es soweit. Kunzia und Taki. Okay, da unten. Dann aktivieren wir hier das Fort. Wir aktivieren die Forts in der Nähe hier. Die Burg. Also wir bemannen die Burg wieder mit einer Garnison. Verdammt. Um es mal ein bisschen passender auszudrücken. Ja, jetzt ist Tam, da sind die Kerne fertig. Genau, mein Khan, die Provinz von Borisoglebsk, wird jetzt zum Teil unseres Patrimonie betrachtet. Wir werden sie mit dem letzten Tropfen Bauernblut verteidigen. Ein bisschen zynischer Humor manchmal da drin. Ja, und ich glaube, ich mache ein paar Söldner. Die gehen halt viel schneller zu bauen. Die zurückgelassenen Familien. Der kürzliche Krieg hat schwere Verluste war eine schwere Bürde für unser Volk. Viele wurden in den Krieg gerufen, wenige kehrten zurück. Die Familien der Adligen und gewöhnlichen beide haben darauf gewartet, dass ihre Soldaten nach Hause zurückkommen, aber der Krieg endete und sie kamen nie. Ja, jetzt geht das weiter. Viele sind so beschäftigt mit Arbeit, um die fehlenden Paare von Händen auszugleichen, dass sie kaum Zeit zum Trauen haben. Von ihnen die Zeit zu denken haben, meinen welche, dass wir diese Leben zu leichtfertig weggeworfen haben. Okay, wir können ein bisschen die Steuerlast erleichtern, das kostet uns aber Geld. Ja, oder wir wollen weniger in Zukunft einziehen, dann kriegen wir weniger Manpower. Oder das ist der Preis, der für unsere gläubige Nation bezahlt wird, erhöht, geht die nationale Unruhe hoch. Ich glaube, die Manpower nehme ich mal. Ernsthaft, die greifen mich da an. Die wollen gleich die Entscheidungsschlacht. Na gut. Na, vielen Dank, das kam mir so gelegen.
Ja, komplett erwischt. Gut, dann können wir Söldner, also das kann man ganz gut hier, ja, Söldner einfach rausschmeißen und dann unsere Einheit auflösen. So, und die splitten wir wieder in zwei Armeen. Ach so, die Belagerung müssen wir noch brechen. Ja, wir können die Forge schon mal wieder einmotten. Okay, dann haben wir mit Unruhen. Jetzt haben wir zwar noch Unruhe, aber jetzt erstmal Ruhe, mongolische Stämme. Das dauert jetzt. Griechische Separatisten sind das nächste Problem in circa einem Jahr. Ugh. Unabhängigkeit für Griechenland wollen die natürlich. Brjanskische Separatisten sind danach. So. Wollte ich nochmal gucken. Also das hier ist meine fortschrittlichste Stadt. Feudalismus. 0,87 pro Monat. Ja, Livestock. Die haben auch nur Viehzeugs. Auch nicht so prall. Ja, dann würde ich doch lieber hier die Edelsteinprovinz ausbauen. Das erhöht die Steuereinnahmen. Ja, von 0,01 auf 0,03 im Monat. Nee. Fängt halt klein an. Nochmal 0,05. Bauen jetzt hier halt doch eine richtige Stadt drauf. Ja, und ihr seht dann, wenn wir es ausbauen, der Sprung wird mit jedem Punkt auch immer besser. So, jetzt wird es da halt 1463 ankommen. Ah, das mit dem Kern geht weiter. Das hilft hoffentlich gegen die ganzen Unruhen. Ja, das hat immer noch in einem Jahr. Gibt auch ein paar Provinzen, da könnte ich... Ja, ich müsste in diesen vier Provinzen etwa nur auch die Autonomie erstmal hochsetzen. So, ich kann noch mal gucken. Es gibt eine Unruhekarte. Kopf habe ich übersehen. Tja, also theoretisch. Ja, jetzt stagniert der Fortschritt hier. Gut. Und hier dauert es 13 Jahre in Brjansk. Gut, bin ich erstmal beruhigt. Oh, nebenbei, wir sehen hier nebenbei vladimiranische Separatisten. Da droht sich was unabhängig zu machen. Droht, oder wir finden das ja gut.
Dann können wir mal so lange mal nach Europa rüber gucken, was da Spannendes passiert. Was ist das? Uzen will Militärzugang. Gegen wen kämpfen sie denn? Gegen die Bassids? Ja, die Bassids mag ich doch, oder? Mit denen verstehe ich mich sehr gut. Wollte ich eine Allianz anbieten. Stimmt, da kam der Krieg dazwischen. Es gibt hier noch die Zeitalter. Das ist noch ein Knopf, der kam auch mit einem Patch mal. Wir sind im Zeitalter der Entdeckung. Das geht bis, weiß ich nicht mehr, aber danach kommt das Zeitalter der Reformation, dann des Absolutismus und dann der Revolution. Und da kann man verschiedene Ziele erreichen, um schneller hier sich Boni freizuschalten. Wir kontrollieren 4 Handelszentren von 5. Ah, wenn wir noch eins finden, noch eins dazu erobern, dann hätten wir hier zum Beispiel ein Ziel erreicht. Aber wir sind schon mal auf 2 Kontinenten vertreten. Europa und Asien, das gibt hier... Ja, wie ist das? Genau, Splendor heißt die Währung hier. Genau, und da kriege ich Splendor pro Monat für erfüllte Ziele und von Splendor kann man hier diverse Ziele freischalten. Die Bassids wollen jetzt Militärzugang, ja. So rum machen wir das. Ah, die Hannen erzählen uns was? Die Abgesandten, sie erzählen uns von der Nomadengrenze. Mächtige Horden an der Grenze sind eine konstante Bedrohung für das Reich von China durch die Geschichte. Mit dem Aufstieg einer weiteren mächtigen Horde auf der Grenze fangen die Leute an zu zweifeln, dass das Reich sich schützen kann. Kann der Kaiser die Horde kontrollieren? Und hat er wirklich das Mandat des Himmels? Nur Zeit wird berichten. Das ist Nomad Frontier, das ist eine Krise im Hanreich. Das hatte ich nachgelesen. Und das kriegen sie halt... Ja, weil sie mit uns einen mächtigen Nachbarn haben, der halt nomadisch ist. Ihr Mandat des Himmels ist inzwischen auf 0, nationale Ruhe plus 5. Also, man sieht ja auch schon, Separatisten haben hier die schraffierten Flächen, da haben die verschiedene Separatisten Sachen besetzt. Ja, und so wird das weitergehen. Also, ich habe es mir, wie ich es mir rein KI gestellt, mir mal angeguckt habe, wie sich so ein bisschen die Karte entwickelt. Das bricht hier auseinander, da wird die Han-Armee bald unterwegs sein, aber die kann nicht überall zugleich sein. Und das ist auch zu viel für sie. Ja, und dann haben wir im Süden halt gut eine Chance, uns auszudehnen oder zu plündern. Wir gehen aber trotzdem weiter erstmal pleite. Ich könnte den Armeeunterhalt jetzt ein bisschen runterfahren. Aber das bringt kaum was. Die Flotte günstiger machen, die kostet auch fast nichts. Sind die Hauptausgaben gerade. Wir haben einfach so wenig Einnahmen. Oh, General Epektugos ist gestorben. Frage ist, hole ich jetzt oder später mir einen neuen General und hätte ich den anderen mal nicht gefeuert, aber das ahnt man ja nicht. Machen wir gleich. Bunyak Yildiz. Wir gewinnen immerhin Armee-Professionalität dazu. Zweite Armee führt unser Hordenführer, wie sich das gehört, selber. Bisschen gefördert. Hier gibt es Seide, das wäre auch förderwürdig. Na, Rusenia spendiert weiter. Seide ist auch nicht schlecht.
Da haben wir schon mehr Handelseinnahmen. Achso, weil die Autonomie da nur 50% ist. Und hier ist sie, glaube ich, 75%. Das kostet uns. Ach, und weil es nicht akzeptierte Kultur ist. Die Religion. Also das sollten wir bevorzugt missionieren. Usen hat Kirgisien gerade Söldner vermietet. Noch einen zweiten Verbündeten und wir kriegen einen Bonus. Mari will Militärzugang. Oh, ja. Den hatten wir, die königliche Hochzeit. Mari hat uns auch beleidigt jetzt. Warte mal, mit denen wollten wir es eigentlich gut verstehen. Ich mach mal die zweite Allianz dann mit Ural. Mari hat uns ja gerade beleidigt. Und durch zu schnell weggeklickt, da wurde Mari, glaube ich, gerade der Krieg erklärt. Ja. Rus hat ihnen den Krieg erklärt. Tja. Weil sie mich beleidigt haben, habe ich ihnen gerade halt gerade keine Allianz angeboten. Clansmen flock our house. Es gibt Gerüchte, dass mächtige ich glaube ein Tross ist das dann am ehesten im Deutschen. Oh. Männer aus den Clans kommen zu uns in Trossen, weil es Gerüchte gibt, dass die Manpower, dass die Männer fehlen, kommen viele junge Krieger aus dem tiefsten Teil unseres Reiches und kommen zu uns in Armeen. Einige suchen das Leben als nomadische Krieger und Söldner, einige wollen nur die Beute. Mögen die Söhne ihren Vätern beitreten. Und ja, mehr Loyalität für die Stämme. Die ist schon ein bisschen abgesagt, aber wir kriegen 466 Manpower auf einen Schlag. Die wird gleich wahrscheinlich verbaut sein hier. Oh nein, Khan Tonun der Zweite, unser Herrscher, ist ein Feigling geworden. Moral der minus 5%. Also allmählich möchte ich ihn loswerden. Jetzt muss ich mal gucken. Er ist 46, die kriegen hier halt nochmal alle 15 Jahre eine Persönlichkeitseigenschaft dazu. War schon vorher vorsichtig. Das ist ein Feigling. Aber seine Erbin ist hier leider erst 7 Jahre alt. Oder Khanum? Weiß nicht, ist das. Na. Und seine Gattin, wenn sie als Regentin übernimmt, die ist halt so schlecht in ihren. Das ist halt schade. Ja, wenn die Unruhe nicht so hoch wäre, dieses Provinzen plündern, was wir theoretisch können. Das gibt uns halt auch Monarchenpunkte, da könnte man das halt forcieren, aber da geht die Unruhe halt mächtig hoch. Ah, wir haben fertig was bekehrt. Niederjik. Ural bietet eine königliche Hochzeit an. Ja, wir haben eh eine Allianz mit ihnen. Muss gucken, es gibt eine begrenzte Anzahl diplomatischer Beziehungen. Ich bin mit 4 am Limit. Ja, eine ist nur Militärzugang, die kann ich gleich wieder kündigen. Deswegen muss man da ein bisschen drauf achten. So, ich würde ja hier gerne meine Edelsteinprovinz auch bekehren, aber. Das geht nicht konfuzianisch, das ist gerade zu schwierig. Da brauchen wir einen Bonus auf Missionarstärke, weil sonst gibt es da keinen Fortschritt. Machen wir einfach die mit einfachen weiter. Ja, hier die Animisten, also die an irgendwas Schamanisches glauben, gehen schon an die Orthodoxen. Wobei, ich soll vielleicht mit den Orthodoxen anbleiben, das sind natürlich oft auch die Griechischen und da droht ja
Separatismus. Ja, hier zum Beispiel. 443, 452 sind schöne Provinzen. Hier zum Beispiel wird Stoff produziert und Kohle. Kohle noch nicht, das muss die Entwicklung 20 rein und auf der, also das, wenn Kohle wichtig wird, wird die auf Kohle wechseln hier. Die bringt ganz schön Steuereinnahmen. Schicken wir da ein Missionar hin. Verstehe noch nicht mit meinen 10 States. Jetzt sollte ich die sogdianische Kultur noch akzeptieren. Ja, eine geht noch. Das sind 14% der Bevölkerung. Naja, die 100 Diplomatiepunkte will ich gerade nicht. Nur gegen Lobon. Lobon wird Krieg erklärt. Russen will von uns Militär, sondern die mögen uns. Ja, mach ich das mal. Das könnte halt... ja, könnte ein guter, netter Verbündeter werden. Ach du meine Güte, Schweden hat sich ja ausgedehnt. Ah, gut. Sind wir mit Korsborn fertig? Ja, Overextension auf 0%. Kors haben wir gebaut. Dass ich angeblich schon 10 States habe, irritiert mich. Ich sehe nicht mal, dass ich 10 Provinzen habe. Aber hier, wo ich einen Staat habe, kann ich halt dann solche Edikte machen. Aktivieren. Ja, es wird zum Beispiel cool, ich kann die lokale Missionarsstärke erhöhen. Ach, Emireti ist zum Beispiel ein State. Ach, das kann ich den Stämmen geben. Gut. Dann kriegen die hier mal eins. Das ist ja praktisch, dann kann ich hier die Missionarsstärke erhöhen. Kostet ein bisschen, aber dann geht das Missionieren hier halt viel schneller. Ja, 1. Januar 1459 ist er fertig und dann können wir da weitermachen. Da schwappt auch langsam etwas Feudalismus an. So, was sagen jetzt die Stämme? Loyalität auf 56, auf 59, auf 56%. Ach komm, das müssen wir doch hochkriegen. Wird Kavallerie nur billiger. Okay. Ich habe gelesen, Stämme Einfluss sollte man eher niedrig halten, weil das hier auf die Hordeneinheit geht. Oh, die sind auf 76 gefallen. Ja, wir müssten, glaube ich, demnächst mal wieder Krieg führen und was plündern. Was ist denn mit Kirgisien? Ach, jetzt würden sie auch eine Allianz akzeptieren. Ich weiß nicht. Ich glaube mal, es ist Feierabend, dann
Kann ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Na, hier können wir nochmal entwickeln. Ah, Feudalismus ist hier angekommen. Ja, jetzt schwappt es auch schneller hier rüber. Ja, es geht halt schneller von einer befreundeten Provinz. Ich muss in... Hier ist ein Zähler. In einer von 131 Provinzen haben wir jetzt Feudalismus. Wir müssen es halt bei 10% unserer Entwicklungspunkte haben. Dann können wir hier für Gold das kaufen. Und dann kann ich technisch endlich mal voranschreiten. Ja, dann fördern wir es hier auch. Dann haben wir, glaube ich... Dann würden wir die Punkte auch schnell hinkriegen. So, Punkte verballert. Ja, in 3 Jahren dann. Okay. Es ist dann soweit und die Einnahmen steigern hier langsam. Wir gehen immer noch langsam pleite. Gut. Bis zum nächsten. Nee, vielleicht gehen wir. Ja, wir müssen einfach wieder ordentlich Dukaten holen beim Krieg und dann können wir auch langsam pleite gehen. Also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch. Ciao.